Es gibt gerade einen YouTube-Kanal, der sehr viele Fragen aufwirft. Und dieser YouTube-Kanal heißt Local 58. Dieser Kanal scheint eigentlich nur ein Kanal zu sein, der Videos eines amerikanischen Fernsehsenders hochlädt. Bisher hat er 5 Videos hochgeladen, die alle so wirken, als stammen sie aus früheren Jahren, aus Zeiten der 80er oder 90er. Und jedes Video zeigt seltsame und verstörend gruselige Inhalte. Jedes Video an und für sich ist schon gruselig genug. Doch wenn man diese Videos nimmt und in die richtige Reihenfolge bringt, erhält man eine wirklich gruselige Geschichte. Ich habe das einmal für euch gemacht und möchte euch gerne die ganze Geschichte erzählen. Ich kam auf diese Videoidee durch den YouTuber Nightmare Expo, der einen wirklich großartigen Horrorkanal hat und diese folgenden Videos in einer anderen Reihenfolge anordnete. Ich habe euch einmal das Video von ihm auch in der Beschreibung verlinkt und nun kommen einmal alle Infos, die ihr braucht, um zu verstehen, was los ist. Viel Spaß! Alles beginnt mit einem Video namens Contingency. In diesem Video sieht man eine Notfalldurchsage in Amerika. Laut der Anzeige, die man oben im Bild sieht, war diese Notfalldurchsage, die wir sehen können, eigentlich eine, die für 1975 bzw. die Zeit des Kalten Krieges vorgesehen war. Die Zeit, in der eine Panik vor einer Apokalypse herrschte. Es ist eine Nachricht an die Bürger der USA, die gruseliger kaum sein könnte. Diese Nachricht spricht von der Niederlage der Vereinigten Staaten gegen einen übermächtigen Gegner, der nun das Land und die Grenzen besetzen wird. Doch es wird auch davon gesprochen, dass man keine Angst haben soll. Und es gibt eine Aufforderung an die Bürger. Sie sollen die USA und die Ideologie der Vereinigten Staaten mitnehmen und in sich bewahren, doch nicht als Gedanke. Es wird offen dazu aufgerufen, sich und seine eigenen Kinder umzubringen. So steht in der Durchsage, dass die Bürger sich den Lauf einer Waffe in den Mund stecken und abdrücken müssen. Das gleiche gilt ebenfalls für die Kinder. Oder wenn man gegen die Gegner noch siegen will, gibt es eine sogenannte Victory Pose, also eine Siegespose, die man einnehmen sollte. Dafür muss man rausgehen und sich mit dem Rücken auf den Rasen legen und den Blick zum Himmel wenden. Warum das sein soll, wird nicht genannt. Doch unterschrieben wurde diese Notfalldurchsage vom ehemaligen Präsidenten Lyndon B. Johnson. Am Ende wird diese Nachricht von dem Sender Local 58 sofort als Hoax und Fake-Nachricht durchgegeben. Es sei eine simple Falschmeldung gewesen. Irgendwer hatte diesen Sender gehackt und diese Meldung statt dem normalen Fernsehprogramm gezeigt. Es schien zwar keine reale Meldung zu sein, doch etwas war daran komisch. Local 58 entschuldigte sich und ignorierte daraufhin den Vorfall und machte normal weiter. Es wirkt komisch und unangenehm zu lesen, wie scheinbar die Regierung einen dazu auffordert, sich umzubringen. Und warum man sich auf den Rasen legen sollte, wird auch nicht klar. Doch alles wird gleich Sinn machen. Denn als nächstes sehen wir wieder ein normales Programm auf dem Sender, welches von einer weiteren Notfallmeldung unterbrochen wird. Diesmal ist es allerdings zunächst eine Unwetterwarnung. Diese spricht davon, dass draußen ein Naturereignis stattfindet, welches auf keinen Fall beobachtet werden darf. Man soll bis Sonnenaufgang im Haus bleiben. Doch nach eben dieser Unwetterwarnung kommt direkt eine Meldung, die als zivile Warnung zählt, also eine Warnung, die von einer allgemeinen Bedrohung spricht. Hier heißt es, man soll den Blick vom Himmel wenden, den Mond auf keinen Fall ansehen und sich verstecken. Es wird eine regelrechte Angst vor dem Mond erzeugt. Es ist merkwürdig, dass eine Meldung warnt, in den Himmel zu sehen, da es normalerweise keine Naturschauspiele gibt, die man nicht direkt ansehen darf, außer eine Sonnenfinsternis. Da wir aber vom Mond hier reden, findet eine Sonnenfinsternis nicht statt. Doch dann kommen weitere Meldungen, die beschreiben, was wirklich los ist. Es sind Nachrichten, die davon sprechen, dass der Mond das Problem ist. Sie sagen, man darf auf keinen Fall zum Mond hinaufblicken. Es wird vor weißem Mondlicht gewarnt. Texte, die auftauchen, sagen, man soll die Fernsehgeräte ausschalten, sich von Fenstern fernhalten und auf keinen Fall in Spiegel gucken, da das Licht den Schreiber dieser Nachricht schon dadurch erreicht hatte und ihn scheint umzubringen. Zum Schluss kommt dann noch eine Aufnahme vom Mond am Himmel, der sich überraschend schnell bewegt. Scheinbar gibt es eine Angst vor dem Mond. Etwas ist draußen am Himmel, was seltsam ist, was den Menschen Angst macht und nicht zur Normalität gehört. Etwas stimmt nicht. Und dieses Etwas wird durch das nächste Video namens »Du bist auf der schnellsten Route« verdeutlicht.
Erneut sehen wir ein Fernsehprogramm, doch dieses bricht ebenfalls plötzlich ab und wir sehen Dashcam-Aufnahmen eines Autofahrers. Ein Mann fährt mitten in der Nacht im Auto und man hört, wie sein Navi ihm den Weg beschreibt. Es ist von einer 2- bis 3-stündigen Fahrt die Rede. Der Mann ist um ca. 2 Uhr losgefahren und immer wieder gibt es kleinere Zeitsprünge, wo wir sehen, dass das Auto aus einer städtischen Gegend zu Beginn in mittlerweile unbewohnte Gebiete fährt, bis er dann mitten in der Nacht um 4 Uhr in einen Wald einbiegt. Dann fängt das Navi an davon zu sprechen, dass man sich an Nicht-Betreten-Schilder halten soll und diesen folgen muss, das Licht in 300 Metern ausschalten soll oder das Ziel hinter einem ist. Alles Aussagen, die ein Navi normalerweise niemals tätigen würde. Als der Fahrer dann macht, was das Navi ihm sagt und nach 300 Metern das Licht ausschaltet, hören wir ein seltsames Geräusch. Es klingt fast wie ein Tier. Der Fahrer macht daraufhin das Licht wieder kurz an und wir sehen etwas Seltsames. Im Wald steht eine scheinbar dürre Kreatur. Sie ist nicht tierisch und hat menschliche Eigenschaften, ist aber größer und seltsamer gebaut, als jeder Mensch es sein könnte. Hieraufhin bekommt der Fahrer Angst und fährt so schnell er kann davon. Man merkt die Panik und sieht es daran, dass er ohne Rücksicht fährt. Er will verschwinden, doch nach wenigen Sekunden sehen wir, wie das Auto verunglückt. Und wir sehen eine gebrochene Windschutzscheibe und hören im Hintergrund ein gruseliges Fauchen und Grummeln von der seltsamen Kreatur. Etwas ist auf der Erde, was nicht da sein darf. Das, was man sah im Wald, war kein Tier und auch kein Mensch. Es war etwas anderes. Wir fangen mittlerweile an zu lernen, dass das Mondlicht und Wesen, die scheinbar auf der Erde sind, Menschen ermorden können oder Menschen durch irgendetwas, was damit zusammenhängt, sterben. Doch weiterhin bleiben Fragen, was los ist. Das nächste Video, was kam, spricht davon, dass es egal ist, was man tut. Man soll am besten weggucken und es sagt, dass andere Wesen gekommen sind, die diese Wellen der Radio- und Fernsehsender empfangen und bearbeiten können. Das bedeutet, dass man diesen Fernsehnachrichten und was dort ausgestrahlt wird, nicht mehr vertrauen kann, da scheinbar die Wesen auch Zugriff darauf haben. Und dann kommen wir zum letzten Video von vor ein paar Wochen. Es heißt Kinderprogramm. Wir sehen ein Cartoon, der ein glückliches Skelett zeigt, das scheinbar seine Freunde sucht und dafür in Gräbern nachsieht. Obwohl dieser Cartoon wie typische glückliche Cartoons von früher gezeichnet ist, sind im Grab verstörende Skelette und halbtote Wesen zu sehen, die scheinbar leiden. Die Bilder, die wir sehen, gehören in kein Kinderprogramm. Das kleine Skelett bekommt Panik und ist traurig. All seine Freunde scheinen verstorben zu sein und leiden auf grausame Art und Weise. Zum Ende geht das kleine Skelett in eine Höhle und blickt durch ein Loch in den Himmel. Dort sehen wir, dass der Mond mit 2 seltsamen Augen ihn sieht und schnell auftaucht und das Skelett daraufhin, sobald es den Mond sah, sofort zu bloßen Knochen zerfällt. Und damit, so verwirrend es klingt, haben wir die Story nun gut zusammengesetzt. Denn jetzt kommt die Alien-Theorie. Die Alien-Theorie spricht davon, dass in dieser Geschichte oder in dieser Parallelgeschichte am Himmel etwas Gruseliges ist. Dort am Himmel scheint ein seltsames Licht zu sein. Es wird ja mehrfach vom Mond gesprochen, aber die Theorie besagt, dass dort nicht der Mond am Himmel ist, sondern eine Art Raumschiff, die den Mond nachahmt. Sie versucht, wie der Mond auszusehen und die Leute reinzulegen, dass sie hochgucken. Das Licht, was dann von diesem Raumschiff ausgesondert wird, ist gefährlich. Es wird nicht genau beschrieben, was dieses Licht macht, doch es scheint die Menschen umzubringen, ähnlich wie wir in dem Cartoon sehen konnten. Der Cartoon, den ich ganz am Ende angesprochen habe, ist quasi das, was mit der Menschheit passiert. Er zeigt die Menschheit in dem Stand, wo sie jetzt ist. Es ist nur noch eine apokalyptische Welt, in der wir leben. Alle Menschen starben, weil sie zum Mond hochgesehen haben. Dieser Cartoon zeigt nur, was aus der Menschheit passiert ist, weil wir uns nicht gegen die Außerirdischen wehren konnten. Deswegen wird auch vorher in dieser Wetterwarnung davor gewarnt, dass man nicht in den Fernseher gucken darf, nicht in den Spiegel gucken darf und sich von Fenstern fernhalten muss, weil jede Möglichkeit, die das Licht reflektiert oder reinlässt, gefährlich ist für den Menschen. Und da scheinbar nicht alle Menschen durch das Licht des Mondes aufgrund von solchen Nachrichtenreportagen umgebracht werden konnten, wurden nun auch Kreaturen auf die Erde gelassen.
Dieses seltsame Wesen, was im Wald zu sehen war, war scheinbar eine Kreatur der Außerirdische, die nun versucht, die Menschen so umzubringen. Denn scheinbar können die Außerirdischen auch die Radio- und Funkwellen stören. So wird es wahrscheinlich gewesen sein, dass der Mann bloß nach Hause fahren wollte, doch die Außerirdischen sein Navi so verändert haben, dass es andere Dinge sagte, als es normalerweise tun würde. Das Navi wurde so verändert, dass es den Mann zu dem Wald lockte, dass es dem Mann immer wieder erzählen wollte, dass der Mann dort bleiben muss, dass er das Licht ausschalten muss. Das Navi hat quasi dafür gesorgt, dass der Mann ein leichtes Opfer für den Außerirdischen wurde. Und wenn wir uns all diese Infos, die wir haben, angucken, macht es auch Sinn, was diese sogenannte Victory Pose ist oder allgemein diese ganze Warnmeldung am Anfang war. Die Außerirdischen haben diese falsche Warnmeldung gesendet, um möglichst viele Menschen zu dezimieren. Wenn Menschen in der Nacht diese Nachricht lesen, dass man sich umbringen soll, weil ein übermächtiger Gegner gekommen ist, würden viele Leute wahrscheinlich verzweifeln und das tun und sich bereits umbringen. Oder sie tun die Victory-Pose, gehen raus und legen sich auf den Rasen und blicken in den Himmel. Dorthin, wo der Mond scheint und wo das Licht sie umbringen wird. Es ist ein ausgeklügelter Plan von Außerirdischen, die Menschen umzubringen. Davon erfahren wir in der Local 58-Reihe. Ich finde, die ganze Geschichte ist unfassbar interessant. Sie ist so gut gemacht, so aufwendig produziert. Und das alles ist ein Kunstprojekt. Natürlich ist das alles nichts Echtes. Es ist von dem Macher, der auch ein Video zu der Creepypasta Candle Cove gemacht hat, das sehr cool ist. Aber es steckt nichts Wahres dahinter. Doch wenn man sich diese Geschichte mal ansieht, ist es wirklich gruselig. Ich empfehle jedem von euch einmal, euch alle Videos anzusehen. Die Videos sind nur 2 bis 3 Minuten lang und es gibt 5 Stück davon. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.